Hallo, willkommen bei Money, das kann jeder. Wieder einmal hatten wir eine wilde Woche in der Quartalsberichtssaison gehabt, die Kurse massiv nach unten oder oben getrieben haben. Hinzu kommt die US-Notenbank mit ihren Zinsentscheidungen und so hatten wir wieder einmal richtig große Kursschwankungen bei den Aktien. Tja, und am Ende der Woche ist dann doch nicht wirklich so viel passiert, zumindest wenn ich auf mein Depot schaue. Hier haben wir wieder gut laufende Aktien die Verluste bei schlecht laufenden Aktien ausgeglichen und so konnte ich unterm Strich sogar Bestände weiter ausbauen, was natürlich meinen Positionsausbau sehr gut tat. An meiner Meinung, dass wir noch ordentlich Druck auf die Märkte in diesem Jahr bekommen werden, hat sich weiterhin nichts geändert und so bleibe ich natürlich meiner aktuellen Linie treu. Cash wird hochgehalten, erste Positionen werden weiter gekauft, um die Struktur im Depot zu vervollständigen, aber das alles nur im kleinen Rahmen, denn sollte eine Korrektur kommen, möchte ich noch genügend Möglichkeiten haben, um die Position zu bearbeiten. Kommen wir dann mal zu meinem Depot. Wir befinden uns mittlerweile in der 96. Woche von dem Projekt. Für alle, die es noch nicht wissen, das Depot wurde am 5.7.2021 bei einem damaligen DAX-Höchststand von 15.619 Punkten und einem S&P-Stand von 4.352 Punkte gestartet. Kommen wir dann mal zu meinem Depot, der Performance und meinen Veränderungen. Dann fangen wir mal an. Was hat sich also in meinem Depot in dieser Woche so getan? Ich habe in dieser Woche gleich 10 Dividenden erhalten. Dank deutscher Dividendenausschüttung auch mal insgesamt ein sehr ansehnlicher Betrag für zumindest eine Woche in der Summe. Dann gab es wie jede Woche meine obligatorische Einzahlung. Diesmal habe ich 1.000 Euro eingezahlt. Neue Käufe gab es dann diese Woche auch gleich mehrere, denn 3 Aktien kamen frisch ins Depot. Video zu 2 von den Aktien habe ich ja diese Woche auch veröffentlicht und auf die dritte Aktie gehe ich dann gleich bei den Datenblättern ein. Dann habe ich noch 2 Dividenden-ETFs ganz frisch gekauft und auch dazu habe ich ein Video veröffentlicht. Keine Gelegenheiten für Nachkäufe, Optimierung und so weiter gab es dann auch noch. Und ein bisschen in Zockerlager bin ich diese Woche dann auch gegangen, denn ich habe mir gleich 2 kleine Short-Bestände zu Einzelaktien ins Depot gelegt. Aber dazu berichte ich dann auch gleich ein bisschen mehr. Kommen wir dann mal zu meinem Live-Depot. Ja, wie ihr seht, am Freitag geht es schön nach oben. Gut 1,13%. Auf Wochensicht ist das, was ich vorhin erzählt hatte, eigentlich unterm Strich nicht viel passiert. Das Depot ist um 0,33% gesunken auf Wochenbasis. Wir gingen ordentlich runter, haben dann jetzt die schöne Erholung gesehen und stehen jetzt nicht so weit von dem Stand entfernt, wie ich letzte Woche hatte. Auf Monatssicht sehen wir, dass wir eher einen seitlichen Verlauf haben. Leichtes Plus von 0,53% kann ich aufweisen. Aber es geht mal hoch, es geht mal runter, dann geht es wieder hoch und so weiter. Und dementsprechend eigentlich passiert jetzt nicht so viel in den letzten 4-5 Wochen. Und auf Jahressicht sehen wir, dass sich mein Depot immer noch in einem schönen, positiven Aufwärtstrend befindet. Und ich erhoffe mir natürlich, dass wir irgendwann auch mal nach oben rausgehen. Allerdings vermute ich, dass wir erst noch mal vorher Schwäche sehen. Was ja auch nicht schlimm ist, weil dann könnte ich meine Bestände weiter aufbauen und dann vielleicht noch dynamischer anschließend hochgehen. Ob es klappt und wie es klappt, werden wir dann in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Ja, ansonsten zeige ich dann einmal kurz die Liste von meinem Live-Depot. Wir haben gleich, muss ich noch eben kurz dazu sagen, kleine Differenz zwischen den Datenblättern und dem Live-Depot. Meine Datenblatteintragungen habe ich vor so gut 2 Stunden gemacht. Und bin dann auf einem Betrag gewesen von 179.510. Also wir sind danach noch ein bisschen hochgelaufen und haben jetzt 179.710 Euro. Und dementsprechend ist das Live-Depot aktuell sogar 200 Euro höher, wie wir es gleich in den Datenblättern sehen. So, dann kommen wir mal zu den einzelnen Positionen. Also rechts seht ihr den prozentualen Abstand seit meinem letzten Einstieg bzw. nach meiner letzten Optimierung oder halt Neueinstieg, kommt halt auf die Position an und wie weit die Aktie sich seit meinem letzten Einstieg wieder nach oben entwickelt hat oder bei Positionen, die ins Minus laufen, natürlich nach unten. Und nach meiner aktuellen Vorgehensweise handle ich vor allem in Schwäche. Das heißt, sind Positionen bei mir im grünen Bereich, lasse ich sie laufen. Kommen sie in, rote Gefilde, dann schaue ich mir die Position an, gucke mir die aktuelle Situation an, Zahlen, Newslage und so weiter und entscheide dann individuell, inwieweit ich nachkaufe oder nur Optimierung mache oder auch mal stärker reingehe. Und das wird vor allem dann nötig, wenn die Positionen ins Minus laufen. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass natürlich auch durch die Erholung jetzt ganz viele Positionen
wirklich stark im Plus sind, dass ich hier wirklich keinen Handlungsbedarf habe. Vor allem bei den oberen Positionen, die eigentlich in der Größenordnung auch aufgebaut sind, wie ich es mir vorstelle. Da bin ich natürlich nicht traurig drum, dass die jetzt schon ihre Erholung gesehen haben und vielleicht auch noch weiter steigen. Ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt noch die Gewinne abgeben, um dann irgendwann in Schwäche nochmal zuzukaufen. Die Positionen stehen und ja, da möchte ich eigentlich auch gar nicht eingreifen. Interessanter wird es dann nachher bei den unteren Positionen, bei den kleinen Positionen, die sich wirklich noch in der Investzone 1 und 2 befinden, die ich auch noch aufbauen möchte, auch noch teilweise stärker oder sehr stark aufbauen möchte. Hier habe ich absolut nichts dagegen, wenn ich bei den Positionen ein Minus sehe. Und ja, gehen wir mal dahin, wo es mal langsam anfängt, rot zu werden. Ja, bei Positionen wie jetzt hier so eine Wacker bei plus 71% mache ich natürlich nichts. Und ja, es dauert ein bisschen, bis da mal was kommt. Ja, irgendwann müsste mal einer erscheinen. Ja, hier T-Row Price ist ganz leicht im Minus, aber aktuell jetzt nicht so weit, dass ich hier was machen würde. Das Open-End-Turbo-Zertifikat, also Short-Zertifikat auf den DAX, läuft natürlich durch die Stärke des DAX am Freitag jetzt mittlerweile auch ins Minus. Aber jetzt vom Wochenende baue ich die Position jetzt nicht mehr weiter auf. Nächste Woche schaue ich mir alles in Ruhe an. Und sollte der Markt weiter steigen, werde ich hier meine Absicherung aufs Depot im Bereich DAX und wenn es dann halt auch nötig wird, S&P 500 und Nasdaq auch noch weiter erhöhen. Ja, und von den Aktienpositionen, wann kommt denn hier mal eine? Ja, hier, Cisco läuft ganz leicht im Minus. Ja, hier der MSCI USA Value ETF geht langsam ins Minus. BioNTech geht langsam ins Minus wieder. Das sind natürlich Positionen, die ich mir nächste Woche dann nochmal angucke, wenn sie weitere Schwäche zeigen und hier dann auch meine Nachkäufe dann höchstwahrscheinlich tätigen werde. Ja, hier haben wir auch nochmal den Global Corporate Bond, habe ich auch noch leicht im Minus, genauso wie mein Short-Zertifikat auf den Nasdaq. Aber es sind alles Sachen, die jetzt nicht wild sind. Na, Siena kommt ganz leicht ins Minus. EPAM Systems, da musste ich dann sofort nachlegen diese Woche. Habe ich mir ja ganz frisch in dieser Woche reingeholt. Da hat sich dann auch mal wieder gezeigt, wie sinnvoll es ist, vielleicht doch auf Zahlen zu warten, bevor man reingeht. Aktie ist ordentlich nach den Zahlen abgestraft worden, nachdem die Wachstumsziele zurückgenommen worden sind. Also das Geschäft ist jetzt eher gleichbleibend und nicht mehr in dem Wachstum, wie man es eigentlich vorher vermutet hat. Ist aber in dem Fall jetzt nicht schlimm, weil die Firma hat mir ja so sehr gut gefallen und ich wollte da sowieso stärker rein. Ich bin auch ganz, ganz leicht reingegangen, sogar noch schwächer wie bei anderen Positionen, weil halt sowas immer passieren kann nach den Zahlen, dass dann halt Aktien ordentlich auch mal Druck bekommen. Das ist jetzt hier bei EPAM Systems ja, passiert und dementsprechend habe ich das dann sofort ausgenutzt, um dann halt dann die Aktie nochmal aufzustocken. Und ja, aktuell ist sie noch 1,7% im Plus. Hier werde ich gerne bei dem Bewertungsniveau und den insgesamt doch guten Aussichten, die vielleicht jetzt ja, temporär vielleicht über die nächsten Quartale eingetrübt sind, durchaus den Bestand auch recht zügig aufbauen, wenn jetzt weitere Abschläge reinkommen. Ja, das ist eine Aktie, die habe ich mir auf einem fairen Bewertungsniveau ganz klein ins Depot geholt, in der Hoffnung, dass ich sie in Schwäche zu noch fairen Kursen weiter aufbauen kann. Die Schwäche kam ein bisschen plötzlicher, wie ich jetzt dachte. Und das nutze ich jetzt natürlich auch aus, um konsequent die Position zu erhöhen. Denn auf lange Sicht sehe ich hier natürlich größeres Potenzial und daher habe ich natürlich nichts dagegen, wenn ich die Position dann auch zu noch tieferen Kursen weiter ja, aufbauen kann. Denn das ist mir unterm Strich sogar lieber, als wenn ich mir Positionen frisch ins Depot hole und die mir davonrennen, weil ja, den laufe ich dann nicht hinterher bei der aktuellen Marktlage. Und dann würde ich sie irgendwann, wenn sie meine Zielzone von mindestens 500 Euro nicht erreichen, dann irgendwann mit Gewinn wieder rausschmeißen. Und daher habe ich lieber Positionen, die dann erstmal Schwäche zeigen, von mir aus auch größere Schwäche, dass ich hier überhaupt einen schönen Bestand erstmal reinkriege. Und sollte sie dann anschließend in Investzone 2 oder 3 nachher landen, werde ich natürlich dann individuell entscheiden, wie ich weiter mit der Position umgehe. Ich bin auf jeden Fall jetzt nicht traurig drum, dass wir einen ordentlichen Abschlag noch gesehen haben und dass ich hier doch, ja, ich sag mal, sehr zügig dann die Position auch verdoppeln konnte. So, Johnson & Johnson kommt leicht ins Minus. Ja, und hier unten meine kleinen Zocki-Trades. Aber dazu komme ich dann gleich. Auch warum ich die mir reingeholt habe. Aktueller Cashbestand ist noch 31.926 Euro. Dementsprechend Handlungsfähigkeit ist voll und ganz gegeben. Und dann würde ich sagen, habe ich hier genug erzählt. Gehen wir mal zu den Datenblättern und dann zeige ich alles im Detail. Bevor ich anfange mit meinen ja, Aktualisierungen hier im Depot bzw. das Erzählen, was ich diese Woche gemacht habe, möchte ich einmal noch kurz die einleitenden Worte für alle neuen Zuschauer abgeben.
Wenn ihr irgendwas hier nicht versteht von meiner Vorgehensweise, wie ich und warum ich mein Depot so aufbaue, wie ich das mache, wie das funktioniert mit dem Positionsaufbau selber, was das mit den Optimierungen zu tun hat, wie die Struktur aufgebaut ist in meinem Depot und was meine insgesamten Ziele und ja, und meine Vorgehensweise hier ist, dann bitte einmal im Beschreibungstext reingehen. Dort findet ihr ganz viele Videos mit Erklärungen, die ich angefertigt habe und die dürften eigentlich alle Fragen soweit beantworten. So, daneben möchte ich noch die Info geben, ich habe hier keinen Freistellungsauftrag eingerichtet, weil ich den woanders brauche. Und daneben mache ich hier keine Steuersparnis durch die Optimierung, sondern nur eine Steuerverschiebung. Ich binde, sprich die Verluste bei meinen Langzeitpositionen, also ich realisiere sie und binde dann halt im Endeffekt die Verluste mit diesen Positionen und fülle damit meinen Verlustverrechnungstopf, damit ich dann später bei Gewinnmitnahmen über die volle Summe verfügen kann und nicht erstmal Steuern abführen muss. Das muss ich irgendwann so oder so, aber ich versuche es so weit wie möglich nach hinten hinaus zu zögern, um halt wirklich so lange wie möglich mit dem Geld anzulegen. Und je länger oder je höher ich die Beträge dann halt anlegen kann nach Gewinnrealisierungen, sprich mit der vollen Summe, desto höher sind natürlich dann die Performancechancen bei den neuen Positionen, aber auch Dividendenzahlungen, weil ich mir ja dann mehr Aktien holen kann und so weiter und so fort. Also ich versuche so lange wie möglich mit meinem Geld zu arbeiten und Steuern versuche ich dann halt so spät wie möglich zu zahlen, damit ich dann halt das Maximale hier rausholen kann. So, dann kommen wir mal zu den Indexständen, die ich zeitgleich aufgenommen habe, als ich hier die Daten übertragen habe. Da war der DAX bei 15.938 Punkte und da muss ich wirklich sagen, Hut ab, der DAX, der hält sich wacker im oberen Bereich, ist sogar 2% stärker wie zum Zeitpunkt der Depoteröffnung. Das hat der S&P 500 leider noch nicht geschafft, der ist noch bei 4.119 Punkte, sprich 5,35% tiefer wie zum Start des Depots. Dow Jones liegt bei 33.555 Punkte, ist noch gut 3,54% schwächer unterwegs. Der Nasdaq war bei 13.191 Punkte, sprich 10% oder 10,43% tiefer wie zum Start des Depots und der MDAX und der SDAX sehen noch schwächer aus. Die lagen, der MDAX bei 27.583 Punkte, sprich 20,15% unter dem Stand vor gut zwei Jahren. Und der SDAX, der ist immer noch 15,54% schwächer unterwegs, sprich er ist bei 13.782 Punkte. Seit den Indexhöchstständen bei den jeweiligen Indizes sind wir noch teilweise deutlich entfernt von den Höchstständen, aber teilweise auch wirklich sehr knapp dran. Der DAX, der liegt nur noch knapp 2,05% unter seinen Höchstständen, was schon sehr beachtlich ist, wenn man sich wirklich die Gesamtmengenlage mal zusammensucht und sich mal wirklich alles faktisch betrachtet, ist es doch verwunderlich, dass der DAX so stark unterwegs ist. S&P 500 ist immer noch 14,13% unter seinen Höchstständen, der Dow Jones 8,82%, der Nasdaq 20,41%, der MDAX 23,96% und der SDAX 20,85%. Aber alle Indizes konnten sich seit Jahresbeginn zumindest im Positiven entwickeln. Der DAX mit ordentlichen 14,28%, der S&P 500 mit 6,49%, Dow Jones mit immerhin noch 0,72%, Nasdaq mit 19,47%, MDAX mit 9,85% und der SDAX mit 15,71%. Und dementsprechend kann man insgesamt mit dem Jahr 2023 natürlich zufrieden sein, wenn man wirklich sieht, was für Probleme wir insgesamt noch haben. Ja, obwohl die Indizes seit Depotstart natürlich ordentlich im Minus sind, bin ich ganz froh darüber, vor allem, weil ich ja meine Positionen vor allem immer in Schwäche aufbaue. Das heißt, bei mir müssen Positionen erstmal ins Minus laufen, damit sie größer aufgebaut werden. Und deswegen bin ich ganz froh, dass insgesamt durch natürlich auch Erholung bei den Einzeltiteln insgesamt mein Depot mittlerweile, oder was das mittlerweile ist, ja schon das ganze Jahr über, im Plus ist. Aktuell ist mein Depot real gesehen 4,62% im Plus, sprich 6.510 Euro, ist das Depot mehr wert, wie ich Geld selber eingezahlt habe. Und das ist natürlich eine Entwicklung, vor allem, weil ich ja noch ganz viele Positionen momentan noch aufbaue, damit ich eigentlich sehr, sehr zufrieden bin, vor allem, wenn ich die Entwicklung der letzten zwei Jahre bei den einzelnen Indizes bzw. insgesamt bei der Börse halt sehe. Und man muss auch wirklich sagen, ganz viele Aktien sind ganz weit entfernt von den Kursen, die sie mal gesehen haben. So, dann mein ETF-Anteil, auch durch die beiden Zukäufe, die ich diese Woche gestartet hatte, ist jetzt wieder bei 15,78% gelandet. Mein Ziel ist ja, die Quote bei ungefähr 15-20%
zu haben. Das heißt, ich kann hier noch ein bisschen ordentlich zulegen und bin immer noch in meiner Range drin, die ich mir vorgenommen habe. Und das habe ich auch vor. Ich habe jetzt ja, viele kleine Bestände erstmal im Depot eingebaut. Und hier werde ich dann individuell entscheiden, in welchen ETFs ich dann weiter investiere, bis ich dann irgendwann mal bei den 20% angekommen bin. Und dann natürlich durch Zukäufe bei den Einzelaktien wird natürlich dieser Wert auch permanent natürlich dann immer wieder abgeschwächt und so weiter und so fort. Aber ich versuche in dieser Range zu bleiben. Ja, ansonsten habe ich jetzt am Anfang des Monats, war ja Anfang Mai gewesen, habe ich dann die Zinsen für mein Guthaben auf dem Depotkonto erhalten. Das waren 53,78 Euro und dieses Jahr habe ich insgesamt 163,11 Euro netto aufs Konto gespült bekommen durch die Zinsen, die ich hier bei meinem Broker erhalte, sind aktuell 2%. Finde ich ganz, ganz gut, ganz praktisch, weil ich natürlich damit den nicht investierten Geld ein bisschen weniger Investitionsdruck habe, weil ja das Geld auf dem Konto auch ein bisschen Rendite abwirft. Mittlerweile ja, mit 163 Euro kann ich natürlich sehr gut leben. Ja, ansonsten in meinem Verlustverrechnungstopf Aktien befindet sich momentan ein Betrag von 19.184 Euro. Sprich, ich könnte 19.184 Euro an Gewinne realisieren und bräuchte dafür keine Steuern abzuführen. Das wäre so die Größenordnung, so circa 5.372 Euro, die ich mir momentan ersparen kann. Und diese 5.372 Euro nehme ich natürlich gerne entgegen, um sie weiter zu investieren und um auch mehr Dividenden und mehr Performance zu generieren. So, ansonsten scrolle ich mal durch. Als erstes kommen hier die Einzelaktien in meinem selbst erstellten ETF. Ja, könnt ihr ja gleich bei der Branchenaufteilung sehen, was ich hier vorhabe. Und das sind viele Aktien, die noch aufgebaut werden müssen. Viele Positionen sind noch bei weitem nicht da, wo ich sie haben möchte. Aber ich habe Zeit, ich habe Muße und wir haben einen Markt, der durchaus nochmal Druck bekommen könnte. Und das will ich natürlich dann auch bei tieferen Kursen lieber ausnutzen wie bei höheren. Ich habe hier also noch jede Menge zu tun. So, dann kommt mein kleiner Trade-Bereich. Hier sind kleinere Positionen drin, die ich dann durchaus bei einer ja, schönen Performance, wenn sie mal schön ins Plus gelaufen sind, irgendwann mal veräußere, um halt ein paar Euro extra Cash zu machen. Dann kommt mein ETF-Bereich, der halt ja, bestimmte Branchen, Länder oder Regionen investiert, in denen ich so mit Einzelaktien nicht reingehe oder halt mit dem ETF halt ja, schöner diversifiziert halt reingehen kann. Und ja, hier bin ich ja auch noch teilweise im Aufbaumodus und naja, mal schauen, was so die nächsten Wochen passiert. Dann kommen hier meine beiden Anleihebonds, beziehungsweise in ETF-Form. Die werde ich dann durchaus, wenn hier mal Schwäche reinkommt, auch weiter vergrößern, um auch einen kleinen Anleiheanteil in meinem Depot zu haben. Und hier unten kommen dann meine Short-Zertifikate. Da schmetter ich dann auch gleich mal los. Also, ich habe natürlich meine drei Short-Zertifikate auf die Indexe DAX, S&P und ja, Nasdaq. In meinem Depot habe ich das schon oft erklärt, dass ich das als Absicherung mache, weil ich ja doch durchaus dieses Jahr noch mit schwächeren Märkten rechne. Und daneben habe ich jetzt zwei neue Positionen mir reingeholt, aber wirklich im ganz kleinen Maße. Zum einen habe ich mir ein Short-Zertifikat auf Apple reingeholt. Hier muss ich dazu sagen, das war jetzt ja wegen den Apple-Zahlen, die sind ganz gut ausgefallen. Und eigentlich bin ich auch davon ausgegangen, dass die Apple-Zahlen vielleicht nicht ganz so ja, stark sind, beziehungsweise man hat ja auch bei den Zahlen gesehen, dass durchaus in bestimmten Segmenten auch ein ordentlicher Umsatzrückgang ja, war. Und dementsprechend hatte ich im Vorfeld schon mitgekriegt, dass viele Zulieferer von Apple schon im Vorfeld gesagt haben, dass deren Geschäfte nicht so gut laufen. Und da bin ich einfach davon ausgegangen, dass im Endeffekt Apple vielleicht auch nicht so das liefern kann, was man sich da erhofft. Weil wenn die Zulieferer leiden, die leiden ja oftmals daran, dass halt auch Apple nicht so viel abnimmt von denen, bin ich davon ausgegangen, dass ja, Apple nicht so gute Zahlen meldet. Haben es doch getan, ist Apple-Aktie ist ja doch dann ordentlich angesprungen. Und ja, ich hoffe jetzt mal einfach mal, dass wir nach dem ordentlichen One bei der Apple-Aktie hier auch mal ja, eine kleine Erholung, nein, nicht Erholung, eine kleine Phase der Korrektur erleben, wo die Apple-Aktie auch mal wieder ein paar Prozent zurückläuft. Sie ist ordentlich nach den Zahlen angesprungen. Ich habe mir dann mal das Short-Zertifikat reingeholt, weil ich dann auch meine Apple-Position
auch ein bisschen absichern möchte. Die Größenordnung ist jetzt sehr klein gewählt mit 233 Euro oder knapp 237 Euro bin ich reingegangen. Ist ein Hebel 3 drauf. Dementsprechend decke ich so grob die Summe ab, die ich auch als Position von Apple in meinem Depot habe. Das möchte ich dann am liebsten so machen, dass wir dann halt irgendwo eine Korrektur sehen. Ich dann halt mit dem Zertifikat schön im Plus laufe und dann eventuell mit den Gewinnen im Rücken von dem Short-Zertifikat dann vielleicht ein bisschen stärker bei Apple reingehe. Na, ob das klappt, werden wir sehen. Auf jeden Fall finde ich natürlich, wir haben jetzt glaube ich ein 28er KGV bei Apple, bei einem ja, aktuell doch ein bisschen schwächelnden Geschäft, zumindest in manchen Segmenten. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, bei der aktuellen Lage, bei der hohen Inflation, den hohen Zinsen, bei der wirtschaftlich angespannten Lage, auch bei, ja, ich sag mal, bei vielen Firmen läuft es nicht so gut, vielleicht auch Entlassung und so weiter, dass insgesamt vielleicht die Nachfrage bei Apple mal ein bisschen sinkt und dass die Aktie dadurch mal ein bisschen Druck auch bekommt. Und ja, um das mal ein bisschen in die Richtung zu spielen, bin ich da mal leicht short gegangen. Aber wirklich auch nur in der Absicherungsgröße meines Bestandes im Depot. Und mal schauen, was daraus jetzt wird. So, daneben habe ich mir noch ein Short-Zertifikat auf Nvidia reingeholt. War vielleicht jetzt nicht die schlauste Idee, wird man sehen. Aber ich habe mir das alles mal angeguckt. Also eins erstmal davon ab, ne? Bei Apple und Nvidia bin ich jetzt nicht der Meinung, dass die Firmen nicht gut sind. Ich finde beide Firmen extrem gut. Ich möchte sie auch gerne in größerem Maße bei mir im Depot aufbauen bzw. haben. Aber bei Apple, ja, bekomme ich bei einer Marktkapitalisierung von gut 2,8 Billionen Dollar nicht in die Verzückung, jetzt hier unbedingt die Bestände weiter aufzubauen. Vor allem, wenn ich sehe, dass die Geschäfte ein bisschen schwächeln. Deswegen warte ich jetzt hier weiter ab. Und bei Nvidia komme ich einfach nicht rein. Selbst als die Aktie damals zurückgelaufen ist, bis auf 114 Euro, hätte ich lieber noch tiefere Kurse gesehen, um mit dem Positionsaufbau zu starten. Sie war dort auch nicht billig bewertet, als sie diese Kurse hatte. Ja, man muss wirklich sagen, seitdem hat sie einen ordentlichen One gemacht und mir dann halt ja, ein Vogel gezeichnet und hat gesagt, selber schuld, wenn du nicht reinkommst, wenn ich so weit zurücklaufe. Und ist dann im Anschluss dann halt um gut 127% nach oben gejagt. Und dann jetzt so auf 259 Euro und 127% in gut 6 Monaten. Das ist schon eine Leistung, wo ich mal sage, hier könnte man auch mal durchschnaufen. Auch wenn jetzt die Zukunftsaussichten natürlich blendend sind bei Nvidia und die Firma natürlich auch ja, momentan eine positive News nach der anderen raushaut. Aber ich finde, der Anstieg ist einfach zu viel in 6 Monaten gewesen. Und die letzten Zahlen, die im Februar rauskamen, die neuen, die kommen ja jetzt erst noch, die sahen jetzt auch nicht wirklich berauschend aus. Und jetzt haben wir ein aktuelles Bewertungsniveau mit einem erwarteten KGV von gut 61. Und dann denke ich mir doch, vielleicht ist das mal ein bisschen zu viel, wie die Aktie jetzt nach oben geht, auch wenn sie so super ist. Aber ein 61er KGV bei momentan vielleicht bröckelnden Geschäften und wir sind auch im Halbleiterbereich bei ganz vielen Firmen, ja, ich sag mal wirklich auch in Phasen reingekommen, wo die eigentlich nur noch am Klagen sind. Und ich glaube nicht, dass Nvidia sich komplett abkoppeln kann, vor allem wenn man die letzten Zahlen gesehen hat und hier plötzlich alles so super ist, dass wir wirklich die ja, fast Höchststände schon wieder ins Auge fassen und dass die Aktie nicht mal irgendwann eine Korrektur macht. Und wenn ich mir insgesamt auch mal die Schätzung anschaue und sehe, dass wir von den Schätzungen her erst 2027 ein erwartetes KGV von 25,5 haben, wo ich mir denke, 25,5 bei einem guten Wachstum ist eine ordentliche, faire Bewertung bei einem Unternehmen, dann muss ich wirklich sagen, ist die Aktie aktuell 4 Jahre vorgelaufen mit ihrem aktuellen erwarteten KGV von 61 und ja, sie kann natürlich in die Bewertung absolut reinwachsen in Jahren, aber es sollte dann natürlich in der Phase nichts passieren und aktuell kann halt viel passieren am Markt und deswegen dachte ich mir mal, ja, jetzt wo sie nochmal ordentlich angesprungen ist am Freitag, bei der Bewertung packe ich mir doch mal ein Short-Zertifikat rein. Ich habe es auch jetzt hier wirklich nur klein gemacht, ne? Also ich bin jetzt auch nur gerade mal mit 239 Euro mit dem 3er Hebel reingegangen. Deckt so ungefähr eine Position ab von 600, 700 Euro. Das habe ich aber auch gewollt gemacht, weil ich durchaus auch dieses Short-Zertifikat aufbauen möchte. Ja, man sieht ja auch schon am Freitag, dass die Aktie weiter gut läuft und dass das Short-Zertifikat natürlich jetzt schon auch ja, 11 Euro ins Minus gegangen ist.
Und ich möchte natürlich jetzt nicht mit einer großen Summe direkt ins offene Messer laufen. Daher habe ich jetzt erstmal eine kleine Position gewählt. Sollte sie aufgehen, die Aktie mal um 10% runtergehen, dann würde dann halt das Zertifikat gut 30% hochgehen. Und dann hätte ich 60, 70 Euro mal eben nebenbei gemacht. Und ja, Mund abwischen gut ist, nehme ich dankend gerne, ist auch ein schönes Geld und alles wäre gut gewesen. Sollte die Aktie jetzt aber weiter Stärke zeigen, und das kann ja durchaus auch noch passieren, dann bin ich durchaus bereit, je nachdem wie die Lage dann ist, die Short-Position auf Nvidia auszubauen bis in den Bereich 500 Euro mit einem 5er Hebel, was dann dementsprechend eine Positionsgröße von gut 2.500 Euro bedeuten würde. Und sollte dann halt mal die Aktie 10% korrigieren, ist dann durchaus noch mehr drin. Also momentan habe ich mir beide Türen offen gehalten. Ich bin reingegangen mit dem Short-Zertifikat, sollte es jetzt schon runtergehen, wonach es noch nicht aussieht, dann würde ich auch ein paar Euro machen, über die ich mich freuen würde. Und sollte der Kurs erst noch weiter steigen, dann würde ich die Position hier auch weiter aufbauen. Aber dann denke ich mir irgendwann mal, müsste auch Schluss sein, auch wenn natürlich der Wahnsinn an den Börsen keine Grenzen kennt und auch nach oben Übertreibungen natürlich extremst gespielt werden. Aber irgendwo muss auch mal ja, gut sein, ne? Vor allem wenn man sieht, dass andere Firmen in der Branche natürlich momentan richtig leiden, auch Druck bekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier mal eine Korrektur reinkommt und die möchte ich halt ein bisschen spielen, um halt ein paar Euro extra zu machen. Sollte das floppen, in die Hose gehen, ist halt so, war halt ein Zock, der ja daneben ging. Aber hin und wieder muss man halt mal was riskieren und auch wenn es bei Nvidia ja vielleicht jetzt nicht die offensichtlichste Short-Position ist, gerade jetzt, wo die Aktie noch steigt, ja, ich wollte es einfach mal versuchen. Ne? Wollte auch mal ein bisschen zocken. Und das habe ich jetzt mit der Position gemacht, beziehungsweise mit den beiden Positionen, mit dem Short-Zertifikat auf Apple und der Nvidia. Und mal schauen, was aus der Position wird. Sollte es in die Hose gehen, die beiden Spekulationen, würde ich das kaum spüren, weil die Positionsgrößen sind ja wirklich im minimalsten Bereich auf die Depotgröße gesehen. Und ja, dann ist es halt so. Ja, dann wandern die Verluste im Verlustverrechnungstopf sonstiges, kann ich nehmen für Dividendenzahlungen, die ich erhalte. Und dann brauche ich da die Steuern nicht abzuführen, ist auch ganz nett. Aber ich erhoffe mir natürlich, dass ich dann halt jetzt über die nächsten Wochen hier bei den beiden Zertifikaten doch auch mal ein Plus sehe. Und dann muss ich mal schauen, wann ich hier rausgehe und ja, mir das Plus dann halt antue und auch hierdurch ein bisschen mehr extra Cash generiere. So, ich glaube, ich habe genug darüber erzählt. Manchmal kennt der Wahnsinn keine Grenzen, manchmal bin ich auch so unterwegs. Diesmal habe ich es gemacht. Mal schauen. Wir werden in ein paar Wochen sehen, ob das eine gute oder eine dumme Idee ist. Manchmal hat man ja auch dumme Ideen. So, dann kommen wir mal zu den anderen Veränderungen in dieser Woche. Klar, hier über die Short-Zertifikatkäufe bei Apple und für Nvidia habe ich ja gerade ausführlich berichtet. Daneben habe ich noch die Celanese-Aktie mit zurück ins Depot geholt. Die hatte ich ja schon mal gehabt, habe sie mit einem schönen Gewinn verkauft. Jetzt ist sie wieder komplett runtergekommen auf das Niveau, wo ich damals ja auch schon mal war. Und deswegen habe ich sie mir jetzt einfach reingeholt mit dem Gewinn von dem letzten Trade im Rücken. Und ja, mal schauen, wenn sie jetzt noch ein bisschen weiter absackt, ja, habe ich die Gewinne noch, die ich gegenrechnen kann. Und sollte sie wieder nach oben gehen, ja, dann würde ich natürlich dann irgendwann auch wieder sagen, ja, genug Geld habe ich damit verdient. Solange die Position nicht so aufgebaut ist, dass sie über 500 Euro geht, ist sie nicht gesichert bei mir drin. Dann würde ich dann halt die paar Euro Extras auch mitnehmen. Aber wenn sie jetzt runterkommen sollte und in wirklich schöne Niveaus und die kann ich jetzt auch in Ruhe abwarten, weil ich halt noch den letzten Gewinn hier im Rücken habe, dann kann ich mir hier auch eine schöne Position für die Zukunft aufbauen. Vor allem, ich habe jetzt momentan noch keine andere Aktie im Chemiesektor. Eine fehlte mir ja noch für meinen Depotausbau bzw. meine Branchenbefüllung. Und ja, ich packe jetzt erstmal die Celanese hier rein. Und wenn ich irgendeine andere finde, dann kann ich ja immer noch überlegen, was ich mit der Position mache. Ich wollte auf jeden Fall, jetzt wo sie so schön wieder runtergekommen ist, hier wieder ein kleines Füßchen reinsetzen. Ja, daneben habe ich noch die Keurig Dr. Pepper Aktie mir geholt und die EPAM Systems. Wie gesagt, vor den Zahlen war ein bisschen zu früh gewesen, aber für mich war es gut gewesen, weil ich dann hier viel schneller natürlich auch wieder reinkam. Und es war ja nur ein Mini-Bestand, den ich jetzt erstmal ins Depot gelegt habe. Und dementsprechend mal schauen, wie ich den Positionsaufbau jetzt hier weiter vorantreibe. Bin ja doch sehr optimistisch bei der Aktie auf lange Sicht. Ja, immer den Blick auf 10 Jahre haben. So, daneben habe ich mir noch den Stocks Global Dividend ETF und den S&P Global Dividend Aristocrats ETF gekauft. Habe ich ja im Video erklärt, warum ich das gemacht habe. Finde ich halt ganz nett, jetzt auch mal im Dividendenbereich mal
die ETFs zu haben, die wirklich ordentlich was abwerfen. Wäre schön, wenn ich hier auch zu günstigeren Kursen noch weiter reinkäme. Das würde natürlich bedeuten, wenn die Dividenden weiter bezahlt werden, so wie vermutet, dass dann halt die Dividendenrendite noch weiter steigen würde. Und das sind reine weg Cash-Lieferanten, die natürlich auch unterm Strich durch den Positionsaufbau irgendwann eine schöne Performance hinlegen sollen. Aber vor allem sollen sie Cash generieren und mir auch dann permanent Cash aufs Konto spülen, damit ich dann halt ja, durch die freien Mittel dann immer wieder Möglichkeiten habe, auch abseits meiner Einzahlungen hier Investitionen tätigen zu können. Ja, und dann durch die Kursschwäche in dieser Woche konnte ich dann auch ein paar Nachkäufe machen, die ich mit Optimierung verbunden habe. Einmal bei Bank of Nova Scotia, bei Siena, bei CVS Health, ja, bei EPAM Systems habe ich ja gerade gesagt. Bei Unipar Networks habe ich auch nochmal aufgestockt, ganz leicht. Und bei Medifast habe ich nur eine Optimierung gemacht, habe ich ja letztes Mal schon erklärt. Momentan ja, muss man erstmal gucken, wo die Reise hinfährt. Ich bin momentan noch nicht so optimistisch, dass ich hier den Bestand weiter aufbauen möchte. Deswegen habe ich hier eine Optimierung gemacht und ja, warte jetzt einfach mal ab, was mit der Aktie passiert. Bewertungsniveau finde ich beim aktuellen Geschäft als ordentlich gut, ne? Also das ist jetzt keine teure Aktie, aber man weiß halt nicht, wo das Geschäft hinführt. Sie haben nun mal ihr Geschäftsmodell in einem Bereich, was als doch eher nicht notwendig bezeichnet werden kann mit ihren Abnehmmitteln. Und das kann natürlich in so inflationsgetriebenen Zeiten, wo die Leute kein Geld haben, natürlich immer weiter schwächeln. Und daher bin ich hier vorsichtig unterwegs. Aber auf lange Sicht gebe ich die Aktie jetzt noch nicht auf, weil wenn die Wirtschaft sich mal erholt, die Haushalte wieder mehr Geld zur Verfügung haben, könnte hier durchaus noch mal ordentlich was bei rumkommen. Ist auch nicht hoch verschuldet, die Firma, und dementsprechend. Also Medifast bin ich immer noch optimistisch, aber momentan nicht euphorisch, dass ich hier weiter investieren würde. Deswegen, das ist eher so eine alte Position. So, dann kommen wir mal zu einem schönen Bereich, nämlich meine Dividende, die ich erhalten habe. Hier ist dann auch dank einer Aktie richtig was bei rumgekommen. 3,71 Euro gab es von CVS Health, dann 102 Euro hat mir BASF gespendet, 44 Cent gab es von West Pharmaceutical, 12,43 Euro gab es von British American Tobacco, 6,15 Euro gab es von JP Morgan Chase, 19,10 Euro von Verizon, 8,51 Euro von Thule, 8,40 Euro von Anheuser-Busch, 4,90 Euro von Samsung und 14,35 Euro kam von AT&T. Und damit habe ich insgesamt 179,99 Euro in dieser Woche an Dividenden erhalten, was natürlich ganz gut tut. Ich habe die Beträge natürlich auch hier in den Spalten bei den jeweiligen Aktien eingetragen. Insgesamt hat mein Depot jetzt 2415,54 Euro seit Depotstart an Dividendenzahlungen generiert. Und in diesem Jahr bin ich jetzt auch schon mittlerweile bei ordentlichen 866,79 Euro. Und da dürfte noch so einiges draufkommen. Denn am Freitag wurden bei so einigen Aktien, deutschen Aktien, die Dividenden schon abgezogen. Die Zahlungen habe ich noch nicht erhalten. Die werden jetzt in den nächsten Tagen dann halt einflattern. Und dementsprechend dürften hier auch nochmal dreistellige Beträge noch dazukommen in den nächsten Tagen. So, ansonsten habe ich hier, glaube ich, alles soweit erzählt. Dann kommen wir nochmal zum letzten Teil, wo ich auch nochmal ein bisschen ja, was erweitert habe, zur Aufteilung. So, da wären wir jetzt auch schon angekommen. Ich habe mal ein bisschen umstrukturiert und auch mal die Branchen, die ich ja durchaus mit bis zu 4 Titeln befüllen möchte, nochmal, ja, ich sag mal, neu angeordnet und dann auch schon mal die Platzhalter dafür reingesetzt mit den 3 Fragezeichen. Also die 3 Fragezeichen sind die, ja, ich sag mal, die Platzhalter für die Unternehmen, die ich mir noch reinholen könnte. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich das Depot wirklich in allen Branchen bis zu 4 Unternehmen aufbaue, aber es könnte passieren, wenn die dementsprechenden Preise kommen, wenn ich dementsprechend Firmen sehe, wo ich Chancen sehe, und das wäre dann wirklich so der maximale Bestand, den ich für meinen selbst erstellten ETF mir so vorgestellt habe. Ich habe die aktuellen Unternehmen, die ich diese Woche gekauft habe, natürlich eingetragen. Celanese ist in Chemie reingekommen. Wie gesagt, ich muss noch mal schauen. Wirklich glücklich als Celanese Langzeitposition bin ich jetzt nicht, aber die ist erstmal drin. Und hier muss ich mal schauen, ob ich nicht eventuell auch noch andere finde, die ich dann durch Celanese wieder oder andersrum halt austausche. Wird man sehen. Auf jeden Fall ist das erstmal so grob abgeschlossen und ich könnte auch damit erstmal leben. So, bei Dienstleister habe ich jetzt die EPAM Systems mit reingebracht. Damit ist auch Dienstleister erstmal abgeschlossen. Und bei Keurig Dr. Pepper habe ich dann jetzt die Aktie auch eingefügt und hier fehlt mir noch ein Wert und den will ich auch unbedingt haben für den Getränkebereich. Natürlich stelle ich mir als am liebsten hier eine Pepsi vor, aber wir sehen halt noch nicht die Kurse, die ich hier irgendwo erwarte. Und daher warte ich erstmal ab und schaue auch nochmal bei anderen Firmen vorbei. Aber Pepsi, die wird schon original oder sehr gut hier reinpassen.
Ja, bei den anderen Branchen, da wo ein Fragezeichen ist, suche ich noch ein oder zwei Unternehmen. Ob es ein oder zwei werden, weiß ich nicht. Eine auf jeden Fall. Also drei werden es mindestens werden und ja, vier, wenn halt wirklich gute Gelegenheiten sich noch ergeben. Aber das ist dann wirklich auch die maximale Anzahl. Ich will auch nochmal erklären, wieso ich überhaupt auf diese vier Unternehmen komme. Ich könnte ja auch einfach drei sagen können. Also die vier Unternehmen habe ich mir wirklich deswegen auch so vorgestellt, dass ich wirklich, ich sag mal, auf der Suche nach vier Unternehmen gehe, die wirklich, ich sag mal, ja, Potenzial haben, wo ich wirklich dann oder auch schöne Dividendenzahlungen und wo ich dann halt erstmal mir ein schönes, ja, eine schöne Zusammenstellung von den Einzelunternehmen in der Branche erstmal zusammenpacke. Und ja, dann werde ich erstmal sehen, wie in den nächsten Jahren die Entwicklung so ist. Aber es kann ja durchaus mal sein, dass wir irgendwann mal eine Marktphase erreichen. Ich bin ja grundlegend ein Langzeitanleger und deswegen will ich meine Position ja sehr lange halten. Aber es kann ja mal sein, dass der Markt auch mal wirklich wieder nach oben durchschießt. Wenn der DAX mal vielleicht bei 17, 18, 19.000 ist oder 20.000 Punkte, dann kann durchaus mal der Moment gekommen sein, wo ich sage, ja, der Markt ist sehr gut gelaufen, aber in meinen Augen sind wir wirklich viel zu weit vorgeprescht. Es gibt doch ein paar dunkle Wolken am Horizont und es könnte auch mal runtergehen. Und dann will ich mir zumindest die Option offen lassen, dass ich durchaus auch mal, ja, ich sag mal, Bestände abbaue, um dann meinen Cash-Anteil auch wieder im größeren Maße aufzubauen. Man muss ja immer die Zyklik auch in den Märkten beobachten und auch, wie man mit einem Depot diese Zyklen spielen kann. Sprich, Cash aufbauen, Cash hochhalten, kommt eine Krise, dann in die Krise rein investieren, dann mit einem schönen Bestand, vielleicht auch voll investiert, dann die Erholung komplett mitnehmen, aber dann auch mal irgendwann wieder Cash generieren, um für die nächste Krise vorbereitet zu sein. So, und bei der Konstellation vier Aktien könnte ich mir die Option zumindest offen halten, zu sagen, bei jeder Branche, wenn wir wirklich mal so einen hochgelaufenen Markt haben, könnte ich hingehen und sagen, ich schaue mir alle vier Unternehmen in einer Branche an und entscheide dann später mal für mich, ja, die drei sind mir am liebsten, bei der vierten könnte ich mal die Gewinne dann mitnehmen, wäre dann immer noch mit drei starken Unternehmen gut investiert und hätte dann aber einen schönen Cash-Aufbau gemacht. Also mit der Methode könnte ich dann insgesamt, wenn ich wirklich alle Branchen befüllt hätte und ich würde überall die vierte Aktie rausschmeißen, könnte ich dann halt auch, ja, ich sag mal grob gerechnet, vielleicht so 20-25% wieder an Cash generieren, was natürlich für die nächste Krise ein schöner Kassenbestand ist, um dann natürlich wieder günstigere Kurse abzugreifen. Und grundlegend will ich natürlich in den Unternehmen meistens drin bleiben, aber ich muss halt hin und wieder auch mal zusehen, dass ich Cash aufbaue. Nur wenn ich das mache, kann ich natürlich so wie jetzt auch in Krisen bei günstigen Kursen investieren. Und das schaffe ich nicht, wenn ich immer mit dem kompletten Geld investiert bleibe. Und daher will ich mir die Option zumindest offen halten. Hinzu kommt natürlich, dass in jeder Branche natürlich auch durchaus drei, vier sehr interessante Unternehmen zu finden sind. Und dementsprechend ist so vier Unternehmen das, was ich mir maximal vorstelle. Und das ist auch so die Struktur, die ich mir maximal jetzt vorstellen könnte für meinen selbst erstellten ETF. Wie weit ich die einzelnen Positionen aufbaue, hängt natürlich auch davon ab, wie ich in die Position reinkomme. Und das sind ja jetzt erstmal auch teilweise erst kleine Körbchen, die ich aufgestellt habe, wo ich ja dann durchaus in den nächsten Monaten, aber auch Jahren weiter investieren möchte. Jetzt in der Krise natürlich nur in Schwäche, aber sollte mal wirklich irgendwann eine Boomzeit wieder zu erkennen sein, durchaus auch in Stärke. Aber das werde ich dann individuell entscheiden, wenn wirklich diese Phase gekommen ist. Aktuell suche ich auf jeden Fall noch die Unternehmen, die jetzt hier für die Fragezeichen eingesetzt werden können. Und das ist mein Ziel, diese Unternehmen auch jetzt bis zum Sommer, vielleicht Spätsommer, dann halt zu finden, damit ich hier mit der Struktur wirklich fertig bin und dann halt den Positionsaufbau nur noch machen brauche. Dann schaue ich mir natürlich andere Unternehmen noch an, finde ich bessere, könnten auch nochmal austauschen können. Und so will ich halt das ideale Depot für mich dann halt, ja, generieren. Und mich dann später dann aber auch vor allem auf Trading-Positionen konzentrieren, die dann aber auch dann ein bisschen anders ablaufen wie aktuell. Momentan sind das wirklich so Positionen, wo ich sage, ach, günstige Bewertung, so schlecht finde ich das jetzt doch nicht, wie es eingepreist ist. Ich gehe mal rein und baue die Position mal auf und wenn sie sich mal erholt, dann gehe ich mit einem kleinen Plus raus und generiere extra Cash für mein Depotkonto, womit ich dann halt auch in die Langzeitposition investieren kann. Später wird es dann ein bisschen anders ablaufen, dann werde ich dann ein bisschen newslastiger handeln, auch mal eher dann wirklich den Chart zur Rate ziehen, auch mal mir Chartpunkte setzen und dann versuchen hier ein paar, ja, ich sag mal, schnellere Trades zu machen, um halt die
den Cash-Bestand bei mir immer wieder nach oben zu treiben, weil mein Ziel ist es ja auch immer noch, mein Depot autark zu machen, dass es sprich nicht mehr auf meine Einzahlung angewiesen ist, sondern durch Dividendenzahlung, deswegen auch so viele Dividendenwerte und auch Dividenden-ETFs, soll halt ein gewisser Cash durch Dividenden jedes Jahr generiert werden, Unternehmen natürlich auch nochmal Cash durch die Trading-Position und dahin möchte ich halt mal kommen, aber momentan ist halt das Wichtigste erstmal, dass mein Langzeitdepot aufgebaut ist, weil nur wenn ich eine starke Basis habe, ein starkes Fundament, möchte ich hier im Trading-Bereich ein bisschen mehr machen, was ja durchaus auch mit 10% meiner direkten Investsumme dann halt auch von der Größenordnung vonstatten gehen könnte. Aber das werde ich dann alles dann entscheiden, wenn es sowas ist. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den Depotaufbau. Und mal gucken, ob ich jetzt hier wirklich alle voll mache. Aber so könnte es dann aussehen von der Anzahl her, wenn ich mein Depot mal irgendwann fertig hätte. Ja, und ansonsten dürfte ich jetzt hier eigentlich alles erklärt haben. Dann würde ich sagen, reicht das hier auch. So, das war's dann für heute. Das Depot ist, so wie ihr es gesehen habt, weiterhin stabil unterwegs und im Plus. Und gerade in der Depotaufbauphase, wo ich meine Positionen grundlegend bei fallenden Kursen vor allem mache, ist das natürlich insgesamt eine Entwicklung, mit der ich sehr gut leben kann. Nächste Woche werde ich natürlich weiter zusehen, dass ich die Struktur im Depot weiter vorantreibe und daher werde ich auch wieder auf die Suche nach neuen Aktien gehen und auch wieder neue Aktien kaufen. Wie gesagt, alles nur die ersten Töpfchen, um später dann halt in die einzelnen Töpfchen je nach Lage und Situation und meiner persönlichen Meinung halt weiter zu investieren, dass ich die Töpfchen schon mal aufgestellt habe. Das große Investieren, das kommt dann in den nächsten Wochen und Monaten. Jetzt will ich erstmal zusehen, dass erstmal die Struktur steht. Und was dann mit dem Depot passiert, werden wir dann sehen. Die Berichtssaison ist auf jeden Fall noch voll am Laufen und da wird auch garantiert bei der einen oder anderen Aktien eine Chance aufkommen, hier mal endlich reinzukommen. Wir haben ja auch viele Aktien, wo man durchaus sagen kann, die sind doch ein bisschen teuer bewertet. Und gerade in so einer Quartalsberichtssaison, wenn mal die Aussichten ein bisschen, zurückgenommen werden oder die aktuellen Zahlen ein bisschen enttäuschen, gibt es ja wirklich derbe, herbe Abschläge, die ich momentan ausnutze, um bei Unternehmen, wo ich doch eine gute Zukunft auf lange Sicht sehe, dann meine ersten Füßchen reinzusetzen. Wir werden sehen, wie das weiter klappt. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Wochen bestimmt noch sehr aktiv bleiben. Und wenn ich Chancen sehe, greife ich natürlich zu. So, machen wir mal Schluss, würde ich sagen. Es wäre natürlich toll von euch, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal durchaus vergessen werden. Dann macht das auch, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos, wie zum Beispiel weitere Kaufvideos von Unternehmen, die ich interessant finde. So, ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!